Eigentlich wollte ich keinen Film über diese Maschine machen, da sie ein Denkmal darstellt. Aber ihr wolltet es so. Hier, bitte. Hier, das Karl-Gerät, der einzige. Insgesamt gab es sechs Brüder in der Familie dieser selbstfahrenden Mörser: Adam, Eva, Thor, Odin, Loki und Sio. Jemand würde meinen, dass Eva ein Mädchen ist, aber wenn ein Mädchen solch eine Kanone hat, wird es automatisch zu einem Jungen. Die Projektierung ging im Jahr 1935 an bei der Firma Rheinmetall-Borsig. Das Gerät 040-Projekt wurde von Artilleriegeneral Karl Becker geleitet, daher der Spitzname Karl. Der Prototyp wurde 1937 fertiggestellt. Der Mörser wog 55 Tonnen. Dann wurde entschieden, diesen auf ein Fahrwerk zu montieren und danach sogar zu panzern. Als Ergebnis bekam man ein Gewicht von 126 Tonnen. Hier ist der Lauf. Er ist riesig. Ich könnte ganz einfach mal reinkrabbeln, aber da könnte ich runterfallen und mir was brechen. Das ist ein 600 mm Mörser mit gezogenem Lauf. Schoss mit einer Granate, die ca. 2 Tonnen wog, auf eine Entfernung von ca. 7 Kilometer. Die Granate fliegt 49 Sekunden. Ich werde mal für 49 Sekunden dastehen, damit man sieht, wie lang das ist. Es sind nur 10 Sekunden gewesen. Lasst uns fortgehen, solange die noch fliegt. Mündungsgeschwindigkeit einer Betongranate, die 2170 Kilogramm wog, betrug 220 Meter in der Sekunde. Bei der Hochexplosivgranate 283 Meter in der Sekunde. Der Lauf ist ein Monoblock, horizontaler Keilverschluss mit einem zylinderförmigen Keil. Getrennte Ladung. Richten erfolgte manuell. Das hier diente dem vertikalen Richten. Funktioniert nicht. Richtbereich nach oben 70 Grad. Links und rechts gab es keine Richtmöglichkeit, also nur per Fahrwerk. Der Mörser hatte einen höllischen Rückstoß. Um diesen abzudämpfen, hat man einen zweistufigen Rückstoßdämpfer entwickelt. Hier sieht man, beim Rückstoß fährt nicht nur der Lauf zurück, sondern der komplette Schlitten. Die Front ist hier und nicht hier. Die Schussposition wurde rückwärts angefahren. Vasili, wie wurden die Granaten befördert? Sehr schwer. Die Besatzung bestand aus 16 Mann. Munitionsvorrat 8 Schuss bei getrennter Ladung. Dem Karl folgten zwei zu Transporter umgebaute Panzerkampfwagen 4. Die Schussfolge betrug ein Schuss in 10 Minuten. Nach dem Erreichen der Kampfposition brauchte Karl ca. 3 Stunden, um in Schussbereitschaft zu kommen. Sehr produktiv. Wie ihr verstanden habt, war der Ladeprozess langwierig und arbeitsaufwendig. Mit Hilfe dieser Hubvorrichtung wurde das 2-Tonnen-Geschoss auf diese Schiene gelegt und mit der Stange in den Lauf geschoben. Danach folgte die Treibladung und die Hülse. Hier sieht man die gute Fixierung der Hülse. Die Transportierung des Karl zum Einsatzort war ein Sonderlied. Manche schrieben, dass man ihn komplett zerlegte, auf spezielle Eisenbahnplattformen verteilte und so transportierte. Vor Ort hat man ihn dann wieder zusammengebaut in einem halben Tag oder Nacht. Weiter konnte er sich selbstständig bewegen. Öfter sieht man Fotos des Transports des Karls komplett auf speziellen Plattformen. Übrigens, die Befestigungsöfen dafür sind vorhanden. Wir kommen zum Triebwerk. Dieses befand sich hier.
12-Zylinder, flüssigkeitsgekühlter Reihendieselmotor Daimler-Benz 507 mit einer Leistung von 750 PS. Das war der Motor von einem Torpedoboot. Übrigens, der gleiche Motor wurde nach einer Überarbeitung auf diesem Panzer verbaut. Der Motor war verbunden mit dem hydromechanischen Getriebe, mit drei in Reihe geschalteten Hydrotransformatoren. Die Geschwindigkeit war mit 10 km/h bescheiden. Ich steige hier auf den Platz des Fahrers. Das sah ungefähr so aus. Das Fahrwerk auf einer Seite bestand aus 11 kleinen Laufrollen, 5 Stützrollen, hinterer Spannrolle und vorderer Antriebsrolle. Typ der Aufhängung, Drehstabfederung. Kettenbreite 500 mm. Übrigens, die Außenmasse des Geräts sind beeindruckend. Länge 11.370 mm. Breite 3.160 mm. Höhe 4.780 mm. Vor dem Schuss wurde der Mörser zur Stabilisierung auf den Bauch gelegt, mit der Hilfe spezieller hydraulischer Mechanismen. Hinter dieser Tür noch ein Zugang zum Motor. Hier sieht man die Drehstäbe gut. Ebenfalls gut sieht man die Mechanismen des Anhebens und Absenkens des Fahrwerks. Ich denke mir, wieso ist das hier angeschweißt? Also, wenn das Gerät sich auf den Bauch legt, stehen alle Rollen in dieser Position. Wenn man die Konstruktion und die Effektivität einschätzt, gibt es viele Streitfragen. Einerseits war die Durchschlagstärke der Befestigungen hoch. Betonwände bis zu 3,5 Meter Dicke wurden durchschlagen. Die Explosionswelle war höllisch. Aber die Schussfolge und die Empfindlichkeit gab viele Anlässe zur Kritik. Ladehemmungen, Schusshemmungen und Fahrwerksdefekte waren an der Tagesordnung. Die Geräte haben Brest, die Heldstadt Sevastopol und Warschau beschossen. Bei einem Schuss stieg die Rauchwolke in einer Höhe von 170 Meter. Das sieht man sehr gut in den Sevastopol-Chroniken. Auf dem Mörser steht Adam. In Wirklichkeit ist es eher nicht so. Die Sowjetarmee erbeutete drei Geräte. Nummer 1, 4 und 6. Adam, Thor und Ziu. Nach dem Bericht der Truppen, nur der Ziu unterlag einer Wiederherstellung. Wahrscheinlich stammt die Kanone von Adam und die Wanne von Ziu. Das war's.